Hallihallo, liebe Freunde. Ich weiß, es gab lange Zeit nichts mehr zu World of Tanks, aber da ich in letzter Zeit wieder ein bisschen World of Tanks gespielt habe und hier mal eine richtig schöne Runde dabei hatte, dachte ich mir, warum nicht auch euch zeigen. Ich habe hier den T-34 Premium Panzer von den Amerikanern, der ähnlich wie der T-29 einen ganz netten Turm hat, eine ganz gute Kanone, aber ziemlich langsam schießt. Und das ist auch der Grund, warum ich mir dachte, ich verstecke mich mal hier, meine Hülle verstecken so in dem Bereich. Um halt bloß meinen Turm zu zeigen, wo halt viele Gegner abprallen. Allerdings kommt dann hier der Jagdpanzer E100, der 10er Jagdpanzer, der eine deutlich bessere Front hat, eine deutlich stärkere Kanone, wo ich mir dachte, ja, vielleicht hast du ein bisschen Vorrang. Okay, dann fahre ich halt weiter da, wo sie sich sonst immer alle Heavys prügeln. Schließlich bin ich ja einer. Bin dann dahin gefahren, tüdelülü. Achso, und ihr seht natürlich wieder alles so, wie ich es gespielt habe, wie ich mich umgeschaut habe und wo ich hingeschaut habe. Damit ihr einfach wisst, was ich hier genau gemacht habe, was sozusagen aus meiner Sicht passiert ist. Ich werde nichts an der Kamera rumvorwerken oder ähnliches. Ja. Und wie gesagt, bin dann hier so hingefahren und dachte mir, wie kann ich mich jetzt am besten wirksam hier hinstellen? Und hier habe ich dann oben drüber gelinst und gedacht, oh, das sieht gut aus. Da ist so ein Hügel, wo sie nicht durchschießen können, dann stelle ich mich doch dahinter. Auch wenn der gute 110er mich hier anschiebt, ich bleibe hier jetzt dahinter stehen und warte auf die Gegner. So. Da sieht für mich ganz gut aus, gucke ich gerade so drüber und die Gegner können nur meinen Turm sehen. Und da kommt auch schon ein FV-15B, ein gegnerischer 10er. Eigentlich ein ziemlich guter Spieler, nach den Statistiken zu sehen. Ne? Ich blinze hier mal kurz ein, da habe ich noch mit Karen Varen geschaut, aber der war nicht in Sicht. So, und jetzt geht hier der Spaß los. So, da ist der FV. Treffen kann ich nicht, ja, das kenne ich dich halt mal. Der 110er hilft mir ein bisschen, da meinen verursachten meinen Hilfeschaden zu erhöhen, indem er mir da die FV eine Runde reingibt. Da die FV auf mich geschossen und zum Glück abgeprallt. Und da gebe ich halt dem 110 noch eine mit. Schön von uns Rädchen. Da habe ich schon meine ersten 400 Schaden zusammen. Das ist schon mal ganz nett. So, jetzt kommt die FV vor. Ich weiß nicht warum. Und der T-110, die sind im Zug. Ich vermute mal, die wollten hier hart drücken mit ihren Zehnern. Ah, der T-110 abgeprallt. Okay, dann kette ich dich halt auch noch an der Stelle. Männer. Du bist dort maximal offen. Richtig scheiße gestanden. Und die FV brennt derweil ab. Finde ich sehr witzig übrigens, dass die FV abbrennt. So, dann geht das mal ein bisschen. Wollte ich Schaden machen? Wollte ich unten die Bodenplatte schießen? Ist allerdings ein Stück in meine Richtung gekommen. Was natürlich ungünstig ist, wenn das da passiert. So, jetzt haben sie sich zurückgezogen. Wir haben wohl gemerkt, direkt hier durch kommen wir nicht. Deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen rum. So, da wieder ins Rädchen ziehen. Bam. Rausgenommen. Der erste Zehner, der tot ist. So, dann kommt der Canaveron hier rum. Der hat zum Glück nicht mehr mich reingekriegt, sondern, na gut, hätte bei mir auch nicht viel Schaden angerichtet, genauso wie beim 110er. So, Canaveron kommt nochmal rum. Dachte ich zumindest. Deswegen aim ich hier gerade genau auf die Ecke ein. Aber er traut sich doch nicht so richtig. Er hat keine Lust da nochmal sich blicken zu lassen. Deswegen, okay, na gut, dann fahren wir halt rum und geben jetzt ne, den 110er in den IS-3. Da kommt allerdings der Canaveron rum, der mich zum Glück nicht trifft. Erstmal ES3 rausnehmen, eine Kanone weniger ist immer gut. Und dann ein bisschen Deckung fahren. Der wird wahrscheinlich nicht gegen die Leute, die alle hinter mir stehen, rumfahren wollen. Inklusive 110er. Ich habe überlegt, gebe ich ihm eine mit oder dem anderen 10er. Aber dann habe ich gedacht, ich nehme ihn. So, die 22 HP belasse ich den, die hinter mir stehen. Und dann nehme ich mir den T110 E5 vor. Leider hast du ihm gerade eine perfekte Deckung gegeben, Leopard. Das war richtig schlecht. Allerdings nimmt er mich nicht so ernst. Schön die Seite gezeigt, nochmal 400 Schaden reingesetzt. So, jetzt weiß ich schon lange nicht mehr, wo er hingucken soll, weil überall Gegner stehen. Außer, dass er jetzt rumfährt, ja. Und vom Löwen zerschossen wird. Ist doch ganz nett. So, jetzt haben wir hier schon, steht schon mal 7:6. Haben wir einen kleinen Vorteil und, ja, der gegnerische, eigentlich ganz gute Zug aus 10ern ist raus. Und das eigentlich nur, weil ich hier ein bisschen Schaden abgefangen habe und mitgemacht habe. Ein bisschen gekettet, dass die an blöden Stellen stehen bleiben müssen und dann war das schon ganz okay. So, hier dann vor mir war irgendwo ein 54 E1. Ja, aber der fährt gerade weg von mir. Okay. Ich versuche, guck mal die ganze Zeit, dass irgendwie an den AT-15 das Objekt und die Bulldogger von der Seite rankommen. Und dann sehe ich aber hier, hier geht's nicht durch. Okay, dann halt doch noch außen rumfahren. Bis jetzt habe ich noch gar keinen Schaden bekommen, ne? Obwohl ich schon 4 Treffer abbekommen habe. Was ich eigentlich ganz nett finde. So, dann komme ich hier rum. Und denke mir halt, ja, die werden dann wohl nicht in meine Richtung gucken. Ja, falsch gedacht. Die Boulder guckt natürlich voll in meine Richtung und macht mir erstmal Schaden. So, dann haben wir das Objekt, was natürlich auch in meine Richtung guckt, weil ich es auch nicht vermutet habe. Also, in Zukunft
merken, das ist eine schlechte Idee. Die hatten halt keine Lust mehr nach vorne zu wirken und hier weiß ich nicht so richtig, worauf ich zielen soll. Aber stehen bleiben will ich auch nicht, deswegen setze ich mich hier ein bisschen... Wollte ich mir erst zurückziehen, dann sehe ich, okay, die wollen alle hinter mir rausfahren und fahren wir halt rum und machen den Tiger 2 weg. Das ist auch eine nette Idee. Da bin ich leider abgeprallt, weil obere Platte vom Tiger, ne? Ich habe mal versucht, ob ich mit meinem 240 Durchschlag da durchkomme. Komme ich nicht. So, Tiger hat geschossen. Der braucht ein bisschen zum Nachladen, braucht schon. Dann ketten wir ihn halt wieder erstmal, damit er jetzt nicht mehr wegfahren kann. Dann kann der E75 ihn schön kaputt machen. Er prallt erst am E75 ab, da kann ich wieder vorkommen. Wobei ich da vielleicht ein bisschen schnell war. Jetzt versuche ich halt noch ein bisschen Schaden zu machen. Deswegen untere Platte maximal eingezoomt. Dass auch ja dorthin treffe. So, am E75 wird er nicht durchkommen. Deswegen schießt er auf mich. Ist halt logisch, ne? Bei mir macht er Schaden. Und dann hole ich mir halt. So. 11:8. Das sieht ziemlich hindurch aus. Ich meine, 2000 Schaden nicht zu verachten. Gegen 10er, die vor mir standen, 2000 Schaden zu machen. Mit einem 8er, auch wenn es ein Premium ist. Weil, wie gesagt, ich spiele kein Gold. Ich spiele hier nur die normale AP-Munition. Also alles ohne großen Aufwand machbar. Und ich werde euch entsprechend auch noch einblenden, wie viel ich dann dafür bekommen habe. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, es ist ein Abzeichen erster Klasse. Leider kein Panzerass, das wäre natürlich richtig schön gewesen. Aber da hätte ich wahrscheinlich noch ein, zwei Schüsse mehr irgendwo reinsetzen müssen. Oder noch ein bisschen mehr aufklären oder ermöglichen oder was auch immer. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Aber das Spiel ist gut wie gegessen. Ich cap hier nur noch ein bisschen und die Gegner machen den die Verbündeten machen den AT-15 weg. Und dann ist die Runde auch durch. Da passiert nicht mehr viel. Da kann ich hier schon mal die Statistiken einblenden. Wie gesagt, Meister, Abzeichen erster Klasse. Mein erstes auf diesem Panzer. Ziemlich weit oben in der besten Liste gelandet, nach Erfahrung sortiert. Ja, und ich denke, den Zehnern ziemlich hart genervt, dass ich die dort an den Stellen gekettet habe, wo sie halt rausgefahren sind. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Und ich hoffe, es freut euch, wenn ich wieder mal ein bisschen World of Tanks bringe. Tschüss.